weg. Ellie, alles in Ordnung? Nein, Ellie, wir haben uns gerade noch in Sicherheit bringen können. Sie glaubt? Albrecht, die Viecher sind immer noch zum Transitknoten unterwegs. Sie zerstören alles, was ihnen in die Quere kommt. Scheiße, sie schneiden uns den Weg ab. Gehen Sie zum Knoten, wir treffen uns dort. Okay, komm ich jetzt wieder runter? Austritt Schwerelosigkeit. Ellie, kommen! Isaac, wir müssen den Regierungssektor durchquert haben, bevor sie uns abschneiden. Sie werden es nicht rechtzeitig herunterschaffen. Ich werde da sein! Anscheinend nicht. Geht aber nicht mehr. Instabilität in der Ausrichtung der Anlage entdeckt. Ha? Schleudersitze werden initialisiert. Schleudersitze? Setz dich doch... Moment. Hört sich das gut an? Ich weiß nicht so recht. Ausweichmanöver. Wenn wir hier failen, dann sind wir Matsch im Weltall. Das wortwörtlich. Boah. Ja, was ist denn das? Oh, ein Tunnel. Fliegen ja ganze Gebäudebrocken durch die Gegend. Schnell da rein. Ja. So läuft es. Isaac ist unser Held. Scherze. Das sind einige. Und wie ich gerade gesehen habe, haben wir immer noch den Pink-Schatz dabei. Den verkaufen wir jetzt mal. Und der bringt doch ein bisschen was. So, 10.000. Naja. Das geht. Das kann man auch verkaufen. Jetzt kommen so die Laserkanone. So, das packen wir weg. Das packen wir weg. Das kaufen wir uns. Davon kaufen wir uns zwei. Kaufen wir uns davon noch drei. Haben wir Munition für die Laserkanone? Nein. Und noch ein bisschen was von Plasma-Cutter. Sind wir doch wieder gut ausgerüstet. Diese Waffe haut richtig rein hier. Laserkanone. Nein. Mann, ich hasse diese Stellen. Jetzt müssen wir uns ranhalten. Weil wir haben nämlich nur 120 Sekunden. Isaac, ich versuche die CEC-Tür auf ihrer Ebene zu öffnen. Moment. Schießt jemand auf uns? Ja. Ich gebe meine Codes ein, aber es funktioniert nicht. Ich muss hier weg. Geh auf, du Scheißding!
Los, Isaac! Schnell weg hier. Das war knapp. Ich hab's gerade nicht genau gesehen. Aber ich meine, wir hatten nur noch irgendwie 20 Sekunden Luft. Scheiße, Isaac. Nur... Scheiße. Beruhigen Sie sich. Alles ist okay. Nichts ist okay. Heute Morgen fing ich mit 30 Leuten an zu arbeiten. Wir wurden überrannt. Und plötzlich waren alle transformiert. Ich musste meinen Freunden die Arme und Beine abtrennen, um fliehen zu können. Bestimmt liegen die Leichenteile noch irgendwo hier rum. Ellie, ich weiß. Und es tut mir leid. Zum Glück bin ich wieder hier. Ich bin die ganze Zeit in einem Scheißkreis gelaufen. Wir schaffen das. Lassen Sie uns jetzt besprechen, wo wir uns treffen. Okay. In der Hauptanlage gibt es einen zentralen Knotenpunkt. Hier sind die Koordinaten. Das war ja mal tricky gerade, der Kampf. Und fliegt es dann runter? Kapitel 8, wollte ich sagen. Dann ist ja schon zur Hälfte durch, würde ich sagen. Warum sage ich als würde ich sagen? Oh, schon da, Radius. Daran musst du was machen. Alle Teams, hier spricht Caleb. Xenobiologe der Lenkfortschicht 1. Etwas ist in der Anlage. Wir haben drei Leute verloren und erreichen Schicht 4 nicht. Hier kommt der Transport. Alle Mann bereit halten, falls da noch mehr sind. Wir verlassen unsere Schicht und gehen nach oben. Alle sind angewiesen, das Gleiche zu tun. Kommunikation ist schwankend. Geht Ring an Ring. Caleb, da sind noch mehr. Knall hier! Tja, das war der anscheinend den ihr erster Kontakt mit den Necromorphs. Was haben wir hier? Laserkanone. Strahlenmunition? Die haben wir doch gar nicht mehr dabei, die Waffe. Ich sage ein Medipack noch. Keine Angst, falls ihr. Falls diejenigen, die. Die nicht kennen die Waffe, werde ich sie noch zeigen, die Handkanone, aber noch nicht jetzt. Weil das ist quasi die overpowerte Waffe schlechthin. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich sie überhaupt zeigen werde, wenn ich ehrlich bin, weil gehört ja nicht zum Let's Play dazu, dass man hier einfach durchrennt und alles zu Brei ballert. Ich überleg's mir. Ah, wäre ich da drin, würde ich den zeigen, wo wir haben. Klassischer Anzug. Das wird schon gut sein. Ah, warum geht diese. Da hat man sie gerade gesehen, die gute Laserkanone. Das ist einfach nur ein Werkzeug der Vernichtung. Das kann ich mich überhaupt nicht mehr jetzt. Haben sie es bald? So, war es das hier mit einsammeln? Also diese Waffe kennt eigentlich nur die Zerstörungswut. Mehr ist da nicht. Und die hat noch ein cooles Feature. Einen Sekundärfeuermodus aktiviert. Feuert die so einen Ring ab. Wie soll ich das erklären? Ich kann es eigentlich mal zeigen, gleich. So. Was. Aber für den kleinen Witz, ja.
Okay, das war jetzt halt ein kleiner Fail, weil ich mit dem hinter mir nicht gerechnet habe. Aber wir leben noch. Das ist die Hauptsache. Sie oder es, weiß ja nicht, wer da redet, will auf uns warten. Boah, scheiße. Verdammt, was steht da? Go to Admin Office. Kannst du machen, wenn du Internetprobleme hast. Ins Admin Office gehen. Isaac, hier drüben. Die Tür ist blockiert. Die letzte Verteidigung eines Zurückgelassenen. Bekommen Sie die Tür auf? Nein, die Schaltkreise sind durch. Sie haben das Bedienfeld geröstet, um die Dinge auszusperren. Da muss man auch noch anders reinkommen. Schrauben nach dem Nadel. Man könnte noch durch die Aufbereitungsanlage. Doch die ist für Menschen ungeeignet. Schritt 3. Ich denke, ich kann sie von hier aus abschalten. Okay, tun Sie es. Abschaltung verifiziert. All die Systeme könnten sich unbemerkt kalibrieren. Die Schritte. Sie will, dass ich die Schritte einhalte. Halten Sie durch, Stross. Ich bin gleich da. Jetzt müssen wir durch. Umweltsteuerung. Okay. Laserkanone ausgerüstet. Boah. Boah. Meine Fresse. Was ist jetzt? Also diese schwarzen Aliens hier, die sind zwar stärker, aber von denen bekommt man auch immer viel mehr Geld. Sechs Knoten, das bietet sich doch an. Kann man gleich mal die Luft mitzählen. Hier, eins hier und eins hier, würde ich sagen. So. Nachladen, Schaden, alles voll. Nee, ich glaube, einen Schaden haben wir noch vergessen, ne? Aber was soll's. Wir haben eine gute Waffe. Das ist es, was zählt. Manuelle Abschalten der Fabrik sind alle Druckventile eingerastet. Wir müssen das Ding irgendwie gewaltsam öffnen. Da ich keine Munition verschwenden will, benutze ich die Leichen und die Objektivtore als Zünder, sag ich mal. Ganz knapp.